Hallöchen! Hier, willkommen zu unserem kleinen Tutorial, weil viel gefragt wurde, oder einer hat immer gefragt, wie kriegt man das so hin, dass man Bild und Sound synchron bekommt? Da kenne ich eine Möglichkeit, wie man das Ganze hinbekommen kann, und zwar gibt es einmal das ist alles Free-Programm, was ich da jetzt ihm empfohlen habe, und zwar Free Sound Recorder. Kann ich ja unten mal in die Videobeschreibung packen, den Link zum Downloaden, wenn ihr das auch haben möchtet. So sieht das ganze Programm aus. Ne, du hast hier auch die Options, wie gesagt. Du hast hier Hotkeys, die kannst du so setzen, wie zum Beispiel, wenn du das Spiel mit Fraps aufnimmst, auf den gleichen Hotkey setzen. Man könnte es machen. Man kann es auch getrennt machen, die man so gleichzeitig erwischen kann. Dann nimmt er beides gleichzeitig auf. Bei Fraps musst du dann aber das Häkchen rausmachen bei Record External Input. Ich habe keinen Fraps mehr, deswegen muss ich das nur jetzt so zeigen. Weil ich habe ein neues Aufnahmeprogramm, da habe ich sowieso schon drei Spuren. Einmal die Tonspur, einmal die Bildspur und dann einmal meine Tonspur. Ne, da kann ich das dann synchron packen und kann die dann auch von der Lautstärke her generell selber separat abmischen. Und das könntest du dann mit Free Sound Recorder auch machen, kannst die Lautstärke hochsetzen oder runterstellen, je nachdem, wie du das haben möchtest halt, ne? Okay. Dann hast du hier noch so ein, wo habe ich das jetzt? Die General Settings, ne, was er das rauspacken soll. MP3 ist natürlich das weitverbreitetste und hat auch die beste Qualität, ist sie zwar die, ne? Ist halt ein bisschen geiler, MP3. Und dann kannst du hier noch da, wo er das dann sozusagen abspeichern soll, deine Audiospur, die du dadurch hier bekommst. Ich habe sie jetzt bei E-News. Muss jeder selber wissen, kannst du hier mit Change, kannst du das dann nochmal wechseln. Kannst du dann durchgucken, wo er das hinpacken soll. Ich glaube, Freesound macht einen eigenen Ordner auf, aber das ist dann immer auf der Systemplatte. Und die Systemplatte möchte ich eigentlich nicht so zumüllen mit irgendwas anderem. Okay, dann kann ich das ja mal kurz zeigen. Dann drückst du hier zum Beispiel, ich mache das jetzt hier, du kannst das natürlich auch per Hotkey machen. Aufnahme, dann kannst du hier zum Beispiel: Hallo Leute, willkommen zu unserem neuesten Part. Heute ist Binary Domain. Heute rutschen wir mal so ein bisschen durch die Gegend zu Anfang. Ich hoffe, es gefällt euch. Okidoki, viel Spaß. Dann kannst du hier wieder auf Stopp drücken und dann hast du hier deine Audiospur. Beispiel: Hallo Leute, willkommen zu unserem neuesten Part. Heute ist Binary Domain. Heute rutschen wir mal so ein bisschen durch die Gegend zu Anfang. Ich hoffe, es gefällt euch. Na, wie gesagt, da hast du dann sozusagen deine Audiospur. Fraps hat ja dann sozusagen seine Spur, ne, wo du nur den Sound vom Spiel hast und praktisch das Bild von Fraps, klar, ne? Weil du das Häkchen ja rausgemacht hast bei External Input. So, dann brauchst du das Ganze eigentlich nur in dein Render-Programm schmeißen. So, das können wir wieder klein machen. Dann schmeißt ihr das in dein Render-Programm. Ich habe hier mal so ein Video rausgesucht. Das kann ich ja mal kurz abspielen. Ne? Ohne Ton. Weil du hast ja praktisch nur den Spielsound. Deine eigene Stimme hast du hier dann praktisch nicht dabei. Da hast du nur den Spielsound und das Bild. Ne? Okay. Und das ziehst du dann praktisch einfach in das Render-Programm, das Video. Dann hast du natürlich dann. Jetzt habe ich das selber hier bei News, habe ich das ja mal abgespeichert. Hier hast du dann sozusagen deine Audiospur, die du dann da drunter packst. Ne? Dann kannst du hier natürlich auch die Lautstärke, je nachdem, so ist es jetzt bei mir, bei meinem Render-Programm mit der Lautstärke, du hast vielleicht ein anderes, dann kannst du hier sozusagen deine Lautstärke separat nochmal einstellen. Und hier kann ich das ja mal kurz rausmachen. So, jetzt spielen wir das mal ab. Beispiel: Hallo Leute, willkommen zu unserem neuesten Part. Heute ist Binary Domain. Heute rutschen wir Ne? mal so ein bisschen durch die Gegend. Ne? Und dann, oder du machst das halt leiser. Beispiel: Hallo Leute, willkommen zu unserem neuesten Part. Heute ist. Ne? Kannst es dann abmischen, wie du das möchtest. Ne? Du könntest dann zum Beispiel auch hier wegschieben, dann fängt das halt später an. Ne? Beispiel: Hallo Leute. Oder du willst noch später, ziehst du das dann einfach weiter weg. Ne? Dann fängt er halt noch später an. Hallo Leute. So meine ich das. Ich hoffe, ich habe dir das jetzt gut erklären können.
könnt ihr ja auch mal reinschreiben, wie ich das Ganze erklärt habe. Aber das ist eigentlich so das Einfachste von der Welt. Separat kannst du die Lautstärke, kannst du es dann noch besser abmischen, dass der Spielsound nicht zu laut, nicht zu leise ist. Ja, so habe ich das dann eine Zeit lang gemacht, bis ich das neue Aufnahmeprogramm hatte. Weil ich hatte immer das Problem, dass der Spielsound zu laut war und meine Stimme zu leise. Und so kann man das dann separat einstellen. Aber durch das neue Programm DXStory habe ich dann praktisch drei Spuren. Einmal die Bildspur, einmal die Audiospur vom Spiel und einmal meine eigene Audiospur. Also habe ich zwei Audiospuren, die ich dann separat einstellen kann. Aber so ist das eigentlich auch, grob gesagt, das gleiche wie mit DXStory. Nur halt so. Abbrechen. So, ich mache das jetzt wieder klein. So, ich hoffe, es hat dir jetzt weitergeholfen. Ich hoffe, euch hat das ein bisschen geholfen. Könnt ihr mal schreiben, ob wir öfter mal wieder Tutorials machen sollen. Hättet ihr mal wieder Bock drauf. Aber so meine ich das. Ich hoffe, es hat dir weitergeholfen. Und ich hoffe, euch dann vielleicht auch. Könnt ihr unten ja mal reinschreiben. Oder ihr habt noch eine bessere Idee, wie man das synchron hinbekommt. Dann könnt ihr ja gerne eine Videoantwort machen. Und dann lasse ich das dann einfach hochladen. Oder als Videoantwort posten. Ich nehme das dann an. Guck mir das natürlich vorher an, was ihr da gemacht habt, so ungefähr. Na, nicht, dass das sonst irgendein Video ist. Okidoki. Ja, das war's eigentlich so. Ein kurzes, knappes Tutorial. Ich hoffe, es hat dir weitergeholfen. Und ihr könnt ja mal unten reinschreiben, ob ihr auch mal gerne ein Tutorial nochmal haben möchtet. Ich habe noch so ein paar Programme, die ich dann euch nochmal vorstellen könnte. Vielleicht mit Magix oder DXStory. Könnt ihr ja unten auch mal reinschreiben, ob ihr da sowas haben möchtet. Okay, ja. Dann habt noch einen schönen Tag, so einen Aufs- und Untergang, je nachdem, wann ihr euch das Video anschaut. Und vielleicht, wenn ihr das möchtet, habe ich vielleicht noch einen, der vielleicht ab und zu auch mal für uns mal ein Tutorial machen könnte. Ich habe da schon so eine Idee. Okidoki, dann habt noch einen schönen Tag, so einen Aufs- und Untergang, je nachdem, wann ihr euch das Video hier anschaut. Und nicht vergessen, morgen sind dann die News wieder am Start. Bis dann, Imanski. Ciao, ciao.